Liebe Schülerinnen und Schüler der 7. Klasse, mein Thema für die heutige Präsentation ist Franz Kafka und sein Leben. Allerdings nicht nur, es gibt Bezüge auf eine Kurzgeschichte, die für uns interessant ist und die auch schon im Deutschunterricht war, nämlich Gib's auf. Und diese Zusammenfassung, die Schlussfolgerungen werden wir dann hier notieren und hier noch einmal aufschreiben. Allerdings, das machen wir dann gemeinsam. Zuerst aber ein paar Hintergrundinformationen zum Autor, zu Franz Kafka. Hier sehen wir ein Bild, wo Franz Kafka so als 30-jähriger Mann dargestellt ist. Das ist, glaube ich, ein Passfoto, soweit ich mich erinnern kann. Die Quelle ist Wikipedia. Ist ein öffentliches Bild und er lebte Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Wurde nicht alt, 42 Jahre, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, 41, 42 und starb an einer Krankheit. Und über sein Leben hat er selber ein interessantes Zitat gestellt, das ich euch hier noch einmal dargestellt habe. Der wahre Weg geht über ein Seil, das nicht in der Höhe gespannt ist, sondern knapp über dem Boden. Es scheint mehr bestimmt, stolpern zu machen, als begangen zu werden. Zitat Ende. Also Franz Kafka hatte, sagt er selber, kein leichtes Leben. Es ist voll von Seilen, Fallstricken, Stolperfallen, die er überwinden musste und die er auf seinem Weg zu einem erfolgreichen Autor, was er leider zu Lebzeiten nie geworden ist, überwinden musste. Gehen wir mal einen Rundblick, fangen wir unseren Rundblick an mit Prag, mit der Stadt, in der er gelebt hat, und zwar ziemlich das ganze Leben. Er ist nur am Schluss aus Prag ein bisschen rausgekommen. Und Prag um 1900, Kafka ist jetzt 17, 18 Jahre alt, so alt wie ihr, ist eine deutsche Drei-Völker-Stadt. Was ist mit Deutsch gemeint? Ich habe hier eine Karte, eine politische Karte des Endes von Österreich-Ungarn auch dargestellt. Quelle ist hier auch Wikipedia. Es geht hier ein bisschen um Geschichte. In Rot sind diese Grenzen von heute eingezeichnet. Und in Farbe haben wir das K&K-Reich. Und wir sehen auch Prag im heutigen Tschechien war damals im Kaiserreich, war eine österreichische Stadt, wenn man so will. Natürlich mit der Hauptstadt Wien, aber gehörte zum K&K-Monarchie. Das heißt, wenn man so will, war Kafka Österreicher. Ja? Natürlich nicht in unserem heutigen Sinn. Das bedeutet aber vieles für seine Sprache und auch für seine Ausbildung, weil Prag damals um 1900 ungefähr so ausgesehen hat. Es gab schon erste Straßenbahnen, es gab schon erste moderne Ansätze, war eine deutsche Dreivölkerstadt. Warum deutsch? Naja, es lebten um die 415.000 Tschechen, heute würde man sagen Tschechen, in der Stadt, ungefähr 10.000 Deutsche, deutschsprachige und 25.000 Juden in dieser Stadt. Wir sind noch vor dem Zweiten Weltkrieg. Und Kafka ist jetzt alles. Er ist ein deutschsprachiger Tscheche und Jude. Und dafür irgendwie in einem sozusagen dreifachen Ghetto ein bisschen. Was bedeutet das? Ist jetzt Prag deutsch, tschechisch oder jüdisch? Naja, Prag ist die Hauptstadt von Böhmen und das ist wie gesagt Teil der Habsburger Monarchie, heutiges Tschechien. Und es gab einen großen Nationalitätenkampf, der sich dann auch im Ende des Ersten Weltkrieges mit der Zerschlagung der K&K-Monarchie irgendwie gezeigt hat. Und es gab eine Tschechisierung Prags. Das bedeutet, dass die eigene Bevölkerung gegen Wien gearbeitet hat und versucht hat, eben Prag und Tschechien loszubekommen von dieser K&K-Monarchie. Gleichzeitig lebte Kafka in einer Zeit der Industrialisierung. Strom, öffentlicher Strom, Straßenbahnen, all das, was wir auf dem Bild gesehen haben, erzeugte natürlich einen irrsinnigen Auftrieb, aber auch eine riesige soziale Kluft zwischen denen, die viel verdient haben, und denen, die wenig verdient haben. Die Arbeiterschicht und die Bürgerschicht, die Betriebe auch besessen haben. Und außerdem war Prag dann ab 1918, da ist ein Tippfehler, Entschuldigung, Hauptstadt der GSSR, also der Tschechoslowakei, die dann zerfiel in Tschechien und Slowakei, wie wir sie heute haben. Franz Kafka ist also unterm Strich ein jüdischer, deutsch sprechender Tscheche. Also irgendwie in einem dreifachen Ghetto. Jüdisch von seiner Familie, klar, man erbt den jüdischen Glauben. Deutsch sprechender ist gemeint, er hat Deutsch in der Schule gelernt und teilweise haben sie auch Deutsch zu Hause gesprochen. Warum? Weil Deutsch natürlich nicht normal war in Böhmen, da hat man Tschechisch gesprochen, aber Deutsch war die Sprache der Oberschicht.
die etwas bringen wollten, die auch ein besserer Beruf für die Beamten werden wollte, die Beamtensprache, die Politikersprache, das war Deutsch. Wenn man das werden wollte, musste man Deutsch können, und zwar gut können. Und er war natürlich Tscheche. Er wäre heute Tscheche gewesen, also Böhmer, Tscheche, Österreicher gewesen. So, das war ziemlich verwirrend. Mich als Deutschlehrer interessiert aber eher sein Prager Deutsch, wie man das heute nennt. Und das ist, Zitat, der Deutsche im Inneren von Böhmen, umgeben von einer tschechischen Landbevölkerung, spricht ein papierenes Deutsch. Es mangelt also an Fülle des erdgewachsenen Ausdrucks. Es mangelt an Fülle der mundartlichen Formen. Die Sprache ist arm. Zitat Ende, würden wir Sprachwissenschaftler dazu sagen. Ein technisches Deutsch, ein Beamtendeutsch, ein Bürokratendeutsch, ein Deutsch, um zu regieren, aber nicht um Romane zu schreiben oder um Gedichte zu schreiben. Und Kafka übernimmt dieses Deutsch und er schreibt in diesem Deutsch. Er könnte auch Tschechisch schreiben, aber seine Bücher und seine Literatur ist Deutsch. Und diesen Eindruck hat man auch, wenn man sein Deutsch liest. Es ist irgendwie konstruiert, kühl, irgendwie nicht wirklich greifbar, irgendwie so beamtenmäßig, technisch. Also das kommt natürlich davon, dass Deutsch damals so war. Kafkas Sprache und seine Thematik sind ohne die Situation in Prag also nicht denkbar. Er lebte dafür kann er nichts, dass er da in dieser Zeit geboren wurde, in diesem Prag, mit diesem Hintergrund, auch sprachlichem Hintergrund. Aber das ist ein wesentlicher Punkt, wenn man Kafka interpretieren möchte und will. Kommen wir zu seiner Familie. Und da habe ich schon viele Worte verwendet zu seinem Vater. Der hieß Hermann Kafka, seine Mutter Juli, die war geborene Löwin. Er hatte drei Schwestern und zwei Brüder, die allerdings leider als Kleinkinder schon starben. Das heißt, er ist der einzige Bruder und von vier Kindern übrig geblieben. Und er hatte eine gute Beziehung zu seinen Schwestern, das weiß man, vor allem zu seiner älteren Schwester Ottla. Die hat ihm echt viel geholfen in seinem Leben. Aber viel dominanter war natürlich Hermann Kafka, sein Vater. Der stammte aus dem tschechisch-jüdischen Provinzproletariat, man könnte sagen, ein Bauer, der in die Stadt gezogen ist und dort eben zu Wohlstand gekommen ist. Er hatte aber eine sehr gute Schulausbildung genossen und das war ein Riesenvorteil. Das war für ihn ein Sprungbrett für den sozialen Aufstieg und den hat er auch genutzt. Und das war ihm wichtig, dass seine Kinder auch, Franz Kafka und die Söhne und Töchter, Deutsch gelernt haben und zwar alle. Und er hat diesen sozialen Aufstieg geschafft und er wollte natürlich den auch bewahren und an seine Kinder weitergeben, weil er nicht wusste, wie es weitergeht. Also ihm war wichtig, dass der Betrieb weitergeführt wird, dass Deutsch gesprochen wird und dass die Bildung im Vordergrund stand. Der Betrieb kam aber allerdings nicht eher von ihm, sondern von seiner Frau, von dieser Juli Löwi. Die stammt aus einem vermögenden deutsch-jüdischen Bürgertum in der Stadt und die Familie ein Galanteriewarengeschäft geerbt und sie haben das auch gegründet mit diesem Familienvermögen in Prag. Man kann es sich heute vorstellen, so etwas wie der Palmers, also etwas, eine feine Ware, eine exquisite Ware, die mit einer Filiale mitten in der Innenstadt in bester Lage, dort haben sie auch gewohnt. Das höchste Ziel der Familie, von des Vaters, war gesellschaftliche Anerkennung und die zu erreichen und zu bewahren. Das heißt, der Vater hat viel versucht, den Anschluss an die deutsche Gesellschaft, an diese Oberschicht in Prag zu finden. Er hat es zum Teil auch geschafft und er hat auch von seinen Kindern das verlangt, dass sie das weiterführen. Das bedeutet nun für Franz Kafka einen Riesenkonflikt. Und das war irgendwie ein Symptom der Zeit, in der Kafka gelebt hat. Wir haben ein meinungsloses Elternhaus, so könnte man das interpretieren, mit rätselhaften Gesetzen, die der Sohn, der Junge vor allem nicht versteht, der junge Kafka, das Kind oder der Jugendliche. Und wir haben eine unverständliche Umwelt, wo Tschechisch und Deutsch und geredet wird und wir haben Christen und Juden und wir haben K&K und wir haben das Gefühl von einem enterbten Sohn. Kafka selber hat folgende Zitate gemacht. Man erkannte meine Eigentümlichkeit nicht an. So ist doch jedenfalls sicher, dass ich von meinen Eigentümlichkeiten nie jenen wahren Gewinn zog, der sich schließlich in dauerndem Selbstvertrauen äußert. Zitat Ende. Das sagt Kafka über sich selbst. Also, er hat Probleme mit seinem Ego. Er hat das nie richtig aufbauen können, sagt er selber über sich. Und seine Eigentümlichkeiten, sein Charakter als, sagen wir mal, Schriftsteller, ist nie gesehen worden, nie wirklich unterstützt worden. Zitat: dass meine Erziehung einen anderen Menschen aus mir machen wollte, als den, der ich geworden bin. Zitat Ende.
also von der Vater durch die Erziehung, wollte, hat ein ganz klares Bild für Kafkas, für Franz Kafkas Zukunft gehabt, und das war nicht das eigene Bild. Und das war ein Riesenkonflikt in der Vater-Sohn-Beziehung. Kommen wir zu seiner Schullaufbahn und seinem Berufseinstieg. Ein paar Fakten. Franz Kafka hatte eine humanistische Bildung, Latein, an einem deutschsprachigen Gymnasium in Prag. Die Beamtenlaufbahn war dadurch irgendwie vorprogrammiert. Minister, keine Ahnung, Politiker, Jurist, in dieser Hinsicht Staatsdiener. Mit der Jura-Promotion, er hat also Jus studiert, scheint die Schuld gegenüber den Eltern abgearbeitet. Der Vater wollte, dass er Jus studiert, er hat es gemacht, abgehakt, gut. An erster Stelle hat aber daneben immer wieder bereits ein Germanistikstudium begonnen und erste Schreibversuche gestartet, heimlich. Von dem Germanistikstudium hat, glaube ich, seine Familie nichts gewusst. Und diese Schreibversuche hat er dann auch heimlich in der Familie gemacht, weil die offizielle Stelle, die er angenommen hat, 1907, war bei einer Versicherungsgesellschaft. Die war ziemlich deprimierend. Die Arbeit muss es gewesen sein. Da ging es darum, dass er um Arbeitsunfälle protokollieren musste. Doch bereits nach einigen Monaten ist er dann zur Arbeiterunfallversicherungsanstalt gewechselt und das war ein großer Arbeitgeber. Da hat er es quasi mehr oder weniger geschafft mit Urlaub, mit geregelten Arbeitszeiten. Da war er aus dem Gröbsten heraus finanziell gesehen und konnte Kredite aufnehmen. Aber die Arbeit war immer noch deprimierend. Es ging um diese Unfallstatistiken. Und man kann sich vorstellen, in den Betrieben, in den Firmen damals gab es viele Unfälle. Und zwar viele schreckliche Unfälle. Wir sind in der Zeit vor Gewerkschaften, vor den ganzen Standards, Industriestandards, die wir haben. Also da gab es schreckliche Unfälle, die alle natürlich, Versicherungen gab es ja schon, refundiert werden mussten. Und Franz Kafka war damit beschäftigt, das war sein Job, diese Unfälle aufzunehmen, zu beschreiben. Und das war schreckliche Arbeit, das muss man sich wirklich nicht lustig vorstellen. War er aber dann Beamter und abgesichert. Das war sein Brotjob. So, jetzt kam es aber dazu, dass sein Beruf nicht seine Berufung war. Und das sehen wir an seinem Tagesrhythmus. Er hat von 8 bis 14 Uhr gearbeitet, mit einer Mittagspause, einer kurzen Pause, und hat dann meistens auch zu Hause nochmal gegessen. Dann hat er meistens von 15 bis 19.30 Uhr geschlafen zu Hause und einen Spaziergang gemacht, sagt er selber. Dann hat er ein Essen, Abendessen im Kreis der Familie abgehalten. Also da war der Sohn am Tisch mit Vater, Mutter, so wie ein 14-Jähriger. Und muss man sich das vorstellen. Dann hat er geschrieben. Das musste er natürlich in der Nacht machen. Und das war relativ anstrengend, aber das sieht man auch in seiner Literatur, relativ düster. Allerdings starke Schwankungen der Produktivität. Das heißt, so 1:1 kann man das nicht auf jeden Tag umsetzen. Manchmal geht es ihm besser, schlechter. Das ist wahrscheinlich auch im Hinblick auf seine, ich stelle mal in den Raum, psychologische Krankheit zu schulden. Also da gab es große Schwankungen. Privat gab es natürlich auch Frauen in seinem Leben. Und hier sehen wir ein berühmtes Foto. Und diese Schwankungen sind auch verbunden mit den Krisen und dem ersten Versuch, einen anderen Lebensweg einzuschlagen. Also auch da gibt es bei den Frauenbeziehungen große Schwankungen. Man sieht das 1914, wo er sich zum ersten Mal mit Felice Bauer verlobt hat und wo er sich dann einen Monat später wieder entlobt hat. Das muss man sich so vorstellen, damals, das war öffentlich. Also die Verlobung war eine große Familienfeier und die Entlobung einen Monat später war wieder eine öffentliche Sache. Also es war eine Riesenschande für die Familie und für Franz Kafka selber. Im Juli 17 hat er sich dann zum zweiten Mal verlobt, wieder mit der Felice Bauer, und im Dezember wieder entlobt. Die Gründe lasse ich jetzt nicht mehr stehen. Im Mai 1919 hat er sich dann mit Juli Woritzek verlobt und im April darauf wieder entlobt mit einer zweiten Beziehung. Und dann hat er September 1923, da sind wir schon eigentlich ein paar Jahre vor seinem Tod, zieht er zu Dora Diamant nach Berlin. Und sie bleibt bis zum Tod an seiner Seite. Okay? Also das ist sein eigener familiärer Background und da sieht man schon, eine richtig eigene Familie konnte Kafka nicht aufbauen. Er hat keine Kinder gehabt. Sein Werk, seine Kinder sozusagen, sind erhaltene Briefe und Tagebücher. Recht viel haben wir von ihm nicht. Wir haben 3000 Seiten Briefe und Tagebücher, persönliche Briefe und Tagebücher, die er nicht veröffentlicht hat. Und die sind umfangreicher als seine Romane und Erzählungen. Also wir haben sehr viel über sein Leben. Wir haben aber drei Romane. Diese drei hier, Der Prozess, Der Verschollene und Das Schloss, die sind alle drei aber unvollendet. Kafka hat sie nie veröffentlicht, zu Lebzeiten. Er ist nicht als Schriftsteller gestorben, sondern als Versicherungsbeamter.
Es gab zahlreiche Erzählungen, die er zum Teil veröffentlicht hat. Die berühmtesten habe ich hier dargestellt, die Verwandlung, das Urteil und die Türhüterparabel. Die Türhüterparabel ist eine Erzählung in einem Roman, im Prozess, der vorher gerade erwähnt worden ist, der aber eigentlich ein eigenes Werk darstellt und auch veröffentlicht wurde in Zeitungen und in anderen Sammelbänden. Die berühmteste Erzählung ist die Verwandlung. Die habt ihr vielleicht, über die seid ihr vielleicht schon mal gestolpert. Das ist die, wo dein Ich-Erzähler zu Beginn als Käfer aufwacht, als Ungeziefer und sich dann einige Kapitel lang durch das Leben quält. Ich möchte jetzt nicht spoilern, aber das ist eine der interessantesten Geschichten, Kurzgeschichten oder Romane, wenn man es so nennen möchte, das ist so ein Twitter-Ding, in der Weltliteratur. Ziemlich interessant, kann ich empfehlen. Grundsätzlich muss man unterscheiden bei Franz Kafka. Es gibt einige Stücke, einige Literatur, die der Autor selbst veröffentlicht hat. Und es gibt das meiste ist allerdings aus dem Nachlass von Max Brod erhalten, weil Kafka in seinem Testament verfügt hat, dass eigentlich seine Literatur, seine Schriften verbrannt werden sollen. Sein Freund Max Brod, kein Tippfehler, schreibt man so mit D, hat sich aber nicht daran gehalten und hat die Schriften aufgehoben und dann posthum, also nach dem Tod Franz Kafkas, veröffentlicht. Und deswegen, Gott sei Dank für die Literaturwissenschaft, haben wir diese Schriften überhaupt. So, das war jetzt ein Überblick über Franz Kafkas Leben und über die wichtigsten Fakten, die man so wissen muss zu seinem Kulturhintergrund, zu seiner Stadt, zu seinem Deutsch, zu seiner Familie, zu seiner Schullaufbahn, dem Beruf, den er gemacht hat, seinen Beziehungen und seinem Werk.